Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man am Samstag die linkselbischen Täler zwischen Dresden und Meißen auf Schusters Rappen erkunden. Treff ist um 6.20 Uhr am Bahnhof in Hoyerswerda. Im Foyer der Lausitzhalle gibt es am Samstag und am Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr eine Börse für Aquarien- und Terrarienfreunde. Schüler der 7. bis 12. Klassen sind am Samstag zum Start des Wintersemesters der Science Akademie an der BTU Cottbus-Senftenberg in das Zuse Medienzentrum auf dem Senftenberger Campus eingeladen. Ab 11.30 Uhr dreht sich bei der Vorlesung alles um die Biochemie der Liebe. Auf dem Gelände der Energiefabrik in Knappenrode wird am Samstag das Herbstfeuerfest gefeiert. In der Zeit von 15 bis 20 Uhr gibt es traditionell alte Handwerkskunst zum Anfassen, reichlich Kulinarisches und jede Menge Mitmachangebote für die Steppkes. Den Abschluss des Festes bildet wie immer ein musikalisches Feuerwerk. Im Irish Pub Black Raven in Hoyerswerda ist am Samstagabend der gebürtige Londoner Pete Gavin live zu erleben. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und im Hoyerswerda Lausitz Center wird am Sonntag zum Skat-Turnier um den Pokal der Sächsischen Zeitung eingeladen. Los geht es um 10. Einlass ist bereits eine Stunde früher. Die Startgebühr beträgt 10 Euro.